Prosefröhlich, echter Patientenfall, laktosefrei, Pudding kochen. Was ist da möglich? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Ihr Lieben, denkt dran, Plus weg und ja, abonniert. Ich muss auch meine Milch aufpassen hier. Und zwar kam eine Patientin um die Ecke. Oh, meine Milch, meine Milch, meine Milch, ihr Süßen. Deutsche Milch. Ich muss da immer ein bisschen aufpassen. Also, nochmal zurück zum Patientenfall. Ich hatte eine Patientin, die eine Laktoseintoleranz hatte und die Fragestellung hatte, was sie an Pudding kochen kann, wenn sie keine Milch nutzt, wegen der Laktose. Die laktosefreien Produkte hat sie auch nicht vertragen. Das liegt daran, dass laktosefreie Produkte nicht generell laktosefrei sind, sondern dass die laktosefreien Produkte das Enzym Laktase enthalten und in dem Zusammenhang sie aber der Milchzucker trotzdem drin ist, also die nur das Enzym zur Spaltung haben und sie das aber nicht vertragen hat. Und da gibt es einen ganz einfachen Tipp. Und zwar kann man einfach Sahne-Wasser-Gemisch 1:1 machen. Ein Teil Sahne, ein Teil Wasser. Also wenn ihr 200 Milliliter Sahne habt zum Beispiel, könnt ihr 200 Milliliter Wasser, normales Leitungswasser nehmen, mischt das Ganze, kocht das auf und würde dann euer Puddingpulver zum Beispiel nutzen. Oder ihr nehmt Stärkepulver und eure Geschmacksrichtung dann da rein. Das wäre ja Pudding, wenn er eben nicht mit Pudding Pulver abgepackt zubereitet wird. Also relativ einfach. Die Sahne wird häufig bei der Laktoseintoleranz besser vertragen, weil sie einen höheren Fettanteil hat und weil nicht so viel Milchzuckeranteil drin ist. Daher funktioniert das sehr häufig und weil wir ja noch einen Teil Wasser dazu machen, wird der prozentuale Anteil nochmal reduziert. Wer allerdings auf die Sahne oder den Fett oder den Zuckeranteil reagiert, sollte sie natürlich weglassen, da es immer Individualität ist. So, ihr Lieben, also schöner Praxistipp. Denkt nochmal dran, Plus weg abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Und ganz liebe Grüße, habt einen schönen Tag, eure Sandra.